Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dokai und in diesem Video erkläre ich das Device MIDI-CC. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst. Aber legen wir doch einfach mal los. Und weiter geht es in der MIDI-Serie mit dem MIDI-CC-Device von Bitwig. Ein unscheinbares Steuerdevice, das aber zu ungeahnten Möglichkeiten fähig ist. Was macht das Device? Das Device hat 8 verschiedene benennbare Drehknöpfe, zu denen jeweils eine MIDI-CC-Nummer zugeordnet werden kann. Dann befindet sich oben rechts noch die Möglichkeit, einen MIDI-Kanal von 1 bis 16 einzustellen. Und links daneben gibt es noch einen Knopf mit dem Namen Flush, der bei Betätigen alle aktuellen Werte, also die Positionen von 0 bis 127 der definierten Drehknöpfe, nacheinander versendet. Das ist im Prinzip schon das ganze Device, aber damit lässt sich wirklich eine ganze Menge machen. Hier mal ein paar Ideen. Wir benutzen das Device, um zum Beispiel einen externen Synthesizer zu steuern. Extern heißt in diesem Fall alles, was nicht Bitwig eigen ist. Also externe Hardware sowie auch Plugins von Drittanbietern, die MIDI-CC empfangen und verarbeiten können. Für externe Hardware muss natürlich auch der entsprechende Ausgang für den Track eingestellt werden. Das macht man dann hier und dann stellt man entsprechende Node ein. Output für das entsprechende MIDI-Device ein. Ich habe dazu bereits ein Video in Verbindung mit dem freien Surge XT Synthesizer gemacht, namens Rule Them All Easy. Den Link findest du in der Beschreibung oder auch in den Infoboxen. Um was geht es in dem Video? Spontane Steuerung mit einem 8 Drehregler oder Fader-Device mit dem Namen Odo MIDIC Control. Das lade ich hier jetzt gerade mal. So. Dazu habe ich mehrere dieser MIDI-CC-Devices erstellt und sie dann in einem Chain-Device zusammengefasst. Hier sind sie natürlich noch ein bisschen weiter zusammengefasst in 2 Chain-Devices, aber das Prinzip ist eigentlich dasselbe. Im Chain Device habe ich dann die entsprechenden Remote Pages angelegt. Das sind die hier, wenn man die hier aufmacht. Ich mache das gerade mal ein bisschen kleiner. Sieht man die Remote Pages, die ich da angelegt habe. Sodass ich bequem eine gewünschte Remote Page, sagen wir mal, für den Filter auswählen kann. Beispiel diese hier. Und damit kann ich dann ganz einfach mit einem 8-Knopf-Regler oder Fader-MIDI-Controller den Filter hier steuern. Natürlich muss ich auch dazu im Surge XT Synthesizer die entsprechenden MIDI-CCs auf die Zielparameter legen. Also zum Beispiel, welche MIDI-CC-Nummer der Cutoff beim Filter hat. Eine sogenannte MIDI-CC-Mapping-Table oder auch Tabelle. Das war zwar sehr viel Arbeit, aber zum einen kann ich mir jetzt meine Odo MIDI Control Device hier einfach vor ein Surge XT Plugin laden und habe sofort alle wichtigen Parameter bzw. die ich definiert habe, direkt im Zugriff, ohne dass ich diese mit der Funktion Map to Controller or Key extra zuordnen muss. Das wäre die hier. Und hier folgt auch noch ein weiterer großer Vorteil dieser Vorgehensweise, nämlich, dass ich das Drehen an meinem Controller-Knopf nur dann auf das Surge XT Plugin auswirkt oder auf eine externe Hardware, wenn ich auch den Track ausgewählt habe. Bei der Funktion Map to Controller or Key gelte das projektweit, egal in welchem Track ich mich gerade befinde. Und ich hätte projektweit bei 8 verfügbaren Knöpfen
von meinem MIDI-Controller zum Beispiel oder Regler oder Fader nur 8 Parameter zur Auswahl. Wohlgemerkt braucht man bei einem gut durchdachten Setup eigentlich auch nur 8 Regler. Durch diese, ich nenne sie mal Zwischenschicht mit dem MIDI CC Devices und den Remote Pages, habe ich theoretisch die Möglichkeit, unendlich viele Parameter auf allen möglichen Geräten und Plugins zu ändern. Und der Charme dieser Lösung ist, dass sich nur ein einziger Mensch diese Mühe machen muss, die MIDI CC Devices und die Mapping Tabelle für zum Beispiel den Search XT zu erstellen. Und andere können diese dann einfach kopieren und verwenden. In anderen DAWs gibt es sowas Ähnliches wie die MIDI CC Devices. Bei Ableton sind es zum Beispiel die Makros. Das muss natürlich dann auch erstmal erstellt werden. Aber die Mapping Tabelle für den zum Beispiel Search XT kann einfach so benutzt werden. Ist dann also nur noch die halbe Arbeit. Das ist ein super Community-Projekt, DAW-übergreifend für alle möglichen Plugins und auch externe Hardware. Aber schaut euch das Video selbst an. Dann ist es natürlich auch total super, dass mit Hilfe dieser MIDI-CCs auch Automationen im Track an zum Beispiel Plugins oder wichtiger externe Hardware geschickt werden kann. Wenn ich zum Beispiel dann hier sage, Add Automation Lane. Und oder zum Beispiel, dass ein oder mehrere Modulatoren den Regler im MIDI CC Device moduliert und damit zum Beispiel auch eine externe Hardware oder Plugin gesteuert werden. Jetzt hier zum Beispiel nochmal einen LFO nehme oder einen Envelope Follower oder irgend sowas und ich kann das dann einfach hier mit regeln. Und denkt dabei nicht immer nur daran, dass externe Hardware immer gleich Synthesizer heißt, sondern es gibt mittlerweile sehr viel Hardware, die MIDI versteht und MIDI CC empfangen und verarbeiten kann, sodass im dramaturgischen Ablauf des Arrangements eine einfache Lichtinstallation oder Motoren getriggert oder gesteuert werden könnten. Oder einfach nur die Fader eines Mischpuls. Dort wird zwar normalerweise ein anderes Protokoll statt MIDI benutzt, aber wenn die Möglichkeit besteht, warum nicht? Und wenn ihr an Modulatoren denkt, dann denkt nicht nur an LFOs und Random Generators, sondern zum Beispiel auch an ein Key-Tracking, womit ihr mit 128 Werten abhängig von der Tonhöhe zum Beispiel die Intensität eines Vibratos steuern könntet. Mit der Velocity oder dem Pressure bzw. Aftertouch die Resonanz eines Filters, wozu zum Beispiel euer Hardware-Synthesizer bisher nicht in der Lage war. Hier liegt riesig viel Potenzial und will entdeckt werden. Und wie schon die Spandauer Philosophen Ike und Er sagten, the sky is the himmel, Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Odo Sendai Dukai und falls du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen hast, lasse es mich wissen und hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Wenn du das Video hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden oder lege es an öffentlichen Orten aus. Es könnte hilfreich für sehr viele sein. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.